So, herzlich willkommen zum neuen Video von WOM Adventure. Ja, jetzt, wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt auch meine Route verfolgen. Jemand von euch hat mir einen Tipp gegeben. Polar Steps heißt das. Da wird jetzt alles immer aufgezeichnet, damit ihr auch wisst, wo ich durchfahre, so plus minus. Und unten verlinke ich euch mein Polar Steps. Das ist so ein Tracker. Der zeigt alles auf, wo ich mich bewegt habe. Ja, okay, dann geht das Abenteuer weiter da, was ich so erlebt habe. Und ja, schaut einfach rein. Okay, bis später. Unsere Reise geht weiter mit geputzter Scheibe. Und zwar der Donau entlang, Richtung oder zum Eisernen Tor. Das ist mal das heutige Ziel. Und dann schauen wir weiter. So, es ist hier hügelig und wir gehen hoch und runter und immer wieder sieht man schön die Donau im Hintergrund. So, hier drüben gibt es ja auch eine Burg, einfach nicht als Touristenattraktion. Oh, die ist aber riesig. Es ist mehr eine Mauer, glaube ich, mit vielen Wachtürmen. So, da ist die Burg. Oder die Mauer, Stadtmauer. Auf Anlage nach Norden Richtung Safe-Antike Stadt. Die Stadt überhaupt heißt. Nach 150 Metern scharf rechts ab. So, also die Burg ist ins Mederevo. Wir sind da durchgefahren. Übrigens gibt es jetzt einen Track. Das stelle ich euch dann kurz am Anfang. Oder habe ich euch schon vorgestellt. Am Anfang Video dann. Ja. 30 Kilometer vor dem Eisernen Tor. Wir haben da zwei Möglichkeiten, eine rechte Straße oder eine linke zu nehmen. Google hat gesagt, rechte, aber diese Straße, denke ich, ist schlechter wie die linke. Ja, nun, also manchmal sind die Straßen super, manchmal sind sie eben nicht so gut, aber es sind alle befahrbar zumindest. Ausblick in die Talebene. Das dahinter müssen also die serbischen Karpaten sein, da wo, wo die Donau durchfließt, durch eine Schlucht, die insgesamt 120 Kilometer lang ist. Also auch Ungarn landschaftlich schön. Einfach noch viele Ländereien, aber auch an der Donau entlang ist ziemlich alles mit Dörfern und Städten verbaut. Aber wir haben ja die Donau jetzt verlassen, jetzt ist die Straße wieder wie meistens, nämlich schlecht. Muss ich wieder langsamer fahren. Wir passieren ein kleines Dörfchen, immer wieder mal wird es eng, aber das gehört dazu. Parken auf der Straße, kein Problem hier in Serbien. Hauptsache man kommt zum Einkaufen. Und guckt euch mal die Häuschen an da. Alte Häuschen, das ist Kultur. Nach 200 Metern links ab. 10 Tonnen Brücke. Ah, schön, da könnte man gerade reinfahren, hey. Abkühlen. Hier unten hinter dem Hügel, oder nicht der hintere Hügel, sondern dieser hier, da ist die Donau. Und da fangen dann wohl die Karpaten an, also anfangen, nicht anfangen, aber da ziehen sie durch. Welcome back Donau. Wunderschön, hey. Das ist ja wie ein See, wie ein See. Da ragen Felswände runter. Oh, 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 oh. Da bin ich gar nicht sicher, ob ich da durchkomme. Ja, ich fahre lieber weit aus vorbei. Thank you.
sind hier das große, riesige Fort oder Burg. Golubac. Das ist das Golubac Fort. Oh, ich habe noch einen Parkplatz gesucht, bin ich glaube vorbeigefahren. Super. Ich bin zu weit gefahren, ein Parkplatz vorbei, aber da war alles so vergittert. Jetzt sehen wir dafür die Burg von der anderen Seite. Übrigens rechts von der Donau ist bereits Rumänien. Und jetzt fahren wir da auf den Parkplatz, der ist glaube ich gebührenpflichtig. So, dann gehen wir mal in die Burg rein. Hier ist der Eingang, hier muss man Tickets kaufen. Rechts, die Hunde sind dabei, müssen an der Leine sein. Sie werden es überleben. Und das ist die renovierte Burg. Hätte er ja auch mal sagen können, weißt du. So, wir sind da drin im Park, Vorpark, aber man kommt glaube ich nicht allzu weit. Das meiste ist geschlossen wegen Hitze, haben sie gesagt. Tja, es ist auch heiß, 38 Grad. So, jetzt geht's da rein in die Burg. So, gleich rechts vom Eingang kann man da rüber. Sorry, links vom Eingang, links, nicht rechts. Da drüben Rumänien, die haben auch eine Burg, sind glaube ich auch am Renovieren. So, die drei Jungs sind Securities. Gleich drei Stücke, Wahnsinn. Damit keiner hier so eine Kanone klaut, vermutlich. Also alles schön renoviert. Die guten alten Kanonen, Schwarzpulver, rein, zünd, Schnur hinten und eine Kugel reinstopfen und dann ging es los. Aber die hat es noch zurückgeschleudert. So, man kann noch hoch. Ja, ich habe jetzt rausgefunden, warum da drei Security stehen, für einen kleinen Turm zu bewachen. Weil der kleinste von ihnen, der kommt mir gerade mal zur Brust. Sehr klein, das war der kleinste Security, den ich je gesehen habe. Und ja, müssen halt drei kommen, ja. So, wegen zugeschlossen. Normalerweise könnte man da hoch, aber geschlossen. Wegen Hitze. So, weiter. Jetzt gehen wir mal da in den kühlen Raum und schauen uns ein bisschen Film an. Ah, schön kühl hier. Kein Wunder, die haben Klima. So, nächster Turm. Hä? Da geht es noch höher. So, jetzt sind wir ganz oben. Da oben ist ein bisschen ein Treibhaus. Da kann man ein bisschen die Geschichte studieren. So, Besichtigung Burg ist vorbei. Und jetzt geht es weiter an der Donau entlang in diese Schlucht hinein. Und dann suchen wir uns wieder mal einen Schlafplatz und werden sicher wieder mal was Gutes finden. Ich lasse die Kamera jetzt einfach mal im Schnelllauf für euch laufen durch diese Schlucht oder ein Teil davon. Straße verlassen und suchen ein Plätzchen zum Übernachten. Auf gut Glück. Das meiste hier ist privat.
Also ich fahre mal rüber. So, jetzt gibt es die erste serbische Flussfahrt. Der ist nur 30 cm tief. Ich bin schnell abgewatscht. Sollte gut gehen. In Bulgarien habe ich ja viel die deftigen Flüsse genommen. Also der geht gut, flach, keine Steine, nichts. Die Brücke ist eben noch da. Da muss ich gucken, dass ich auch Platz habe. Ja, schade, der Platz war super gelegen, aber es war eine Abfallhalde. Und jetzt fahren wir alle wieder raus, zurück. Was soll's? Also der Platz war nichts, jetzt fahren wir ein Stück weiter, wieder was auf Google Earth gesehen. So, nächster Versuch. Es ist halt hier eng und es ist nicht einfach Platz zu finden, weil das meiste ist privat. Und die Donau fließt hier wirklich durch Felsen. So, da hinten ist unser neuer Platz. Wir haben doch noch ein Plätzchen gefunden. Da war mal eine Feriensiedlung mit Häusern auf diesem Betondings. Da ist die Hauptstraße, ist zwar ein bisschen nah, aber es hat nicht viel Verkehr. Und da war die Zufahrt. So, wir fahren wieder ein Stückchen weiter, etwas früher als geplant, wegen kein Zugang zum Wasser. Oh je, die Straße wird gerade neu gemacht. Ist noch etwas holperig.
Länge ist ein bisschen wie auf einer Bergstraße. Kommt mir das vor, obwohl wir da auf, weiß nicht, 100 Meter, Höhenmeter sind, mehr nicht. Aber eben eine Schlucht. Gefunden in einer kleinen Stadt an der Donau. Und was hier möglich ist, wegen nicht allzu vielen Campern, nämlich draußen zu essen. Und ja, das ist schön hier. Und schaut mal das schöne Abendrot. Hier ist die Donau, die aussieht wie ein See. Wunderbar und herrlich, Fischer. Das Dorfleben ist hier, dahinter ist sogar noch ein Franzose. Hat alle Fische weggefressen. So. So, jetzt reicht es, Apparatis. Und so sieht es in der Mittagshitze unter unserem Camper aus. Da unten ist schön kühl. Reise geht weiter. Das ist ein Nebenarm der Donau. Das ist nicht die Donau, die wir jetzt überqueren. Wir müssen da den Nebenarm hochfahren und dann auf der anderen Seite wieder zurück. Wir fahren jetzt weiter an der Donau entlang in Serbien. Links ist Rumänien. Wir diese Donaunase umfahren und sind wieder an der Donau. Und jetzt geht es ein paar Kilometer so schön an der Donau entlang. Der ist natürlich auch so breit und so hoch, weil da überall gestaut wird. Ursprünglich war der nicht so breit, aber da gibt es ja verschiedene Kraftwerke überall. Jetzt kommen wir zu der engsten Stelle, die ist da vorne. Da hat man unten ganz viel Kubik weggenommen, damit die Schiffsfahrt da ohne Probleme durchkam. Aber vor 100 Jahren ist da immer wieder mal ein Schiff gesunken, weil es unten Felsen hatte, die das Schiff aufgerissen haben.
So, hier ist eine enge Stelle, da sieht man da drüber, das sind so 50, 70 Meter. Also das hier ist wohl der schönste Teil, weil es eben die engsten Stellen sind, die da durchgehen. Jetzt geht es da hoch. Kirche in Rumänien drüber, aber man sieht sie leider nicht, gerade am Wasser. Aber vielleicht seht ihr sie jetzt. Schnellen Halt hier. So, kurze Pause gemacht. Ich stehe auf diesem Stein und jetzt schauen wir uns diesen wunderschönen Anblick auf, rüber nach Rumänien. Da hinten ist eben die Kirche, von der ich vorher erzählt habe. Solche Gefahren nimmt ihr auch für Videos. So, nochmal, ist das nicht schön? Hey, die Donau hat sich hier durchgequetscht. Die ist jetzt natürlich auch hier höher wegen dem Stausee, der dann noch kommt. Und die Schiffe können jetzt da passieren. Riesig. So, unser nächster Platz. Hier an einer Badestelle, man kann baden, der Camper steht da rechts oben, Parkplatz. Und wir sind natürlich gerade ins Wasser und eine Schlange hat uns angeguckt, von 3 Meter Entfernung, uiuiui. Aber plötzlich war sie dann weg. So, ich habe jetzt sogar noch einen besseren Platz gefunden, gleich 100 Meter weiter. Da habe ich einen Wohnwagen gesehen und da habe ich die gefragt, ob wir da auch herkommen können. Er hat gesagt, ja, sei alles frei hier, freier Platz, jeder kann kommen. Und jetzt stehen wir hier direkt an der Donau, etwa für 2 Nächte. An diesem schönen Platz haben wir auch Wasser mit ganz, ganz viel Druck. Deswegen müssen hier auch mal die Sandfläche wieder sauber werden. So, heute war Besuch hier und zwar die Polizei. Zum ersten Mal wurden wir kontrolliert in Serbien. Ich war gerade draußen morgen früh, ja, so 8:30, 9. Und ich habe die schon gesehen, als ich mit den Wölfen laufen ging. Und beim Zurückfahren waren sie da hinten bei den Serben. Schön gesessen am Tischlein und dann kam einer zu mir, ja, und ich musste einfach den Ausweis zeigen, der hat geguckt, wann ich eingereist bin und wohin ich fahre und hat dann noch gefragt, meine Freunde da, von woher die kommen, auch von der Schweiz, ich sage, nein, Deutschland, ich sage, okay, alles gut und dann ist er wieder gegangen, also null Problemo, kein Problem, nichts gesagt, obwohl hier ist sogar Naturschutzgebiet offenbar. Aber ja, da sind an der ganzen Küste entlang sind immer wieder Wohnwagen abgestellt von den Serben und das ist hier offenbar normal und man nimmt sich das Plätzchen, das frei ist und alles ist gut. Ja, wir haben übrigens 2 volle Säcke Abfall noch aufgeräumt, als wir kamen, zusammen auch mit den Serben da hinten. Die hatten die Säcke uns zur Verfügung gestellt, damit der Platz da wieder sauber ist für die nächsten, ja. Das gehört halt manchmal auch dazu. He? Also, alles gut. Und ja. So, das war es wieder. Ja, ein bisschen kürzer diesmal. Jetzt, wir fahren jetzt hier weiter an der Donau entlang. Der Sebastian mit Elli, die sind wandern gegangen, 14 Kilometer
hoffe, es ist alles Walter. Ist mir zu heiß, ehrlich gesagt. Hier in Serbien sind momentan Temperaturen zwischen so 35 bis 8, 39 Grad jeden Tag. Da bin ich froh, kann ich ab und zu baden oder ja, in meinem Camper ist es auch schön kühl. Ja, okay, wenn es euch gefallen hat, immer Daumen hoch. Ihr dürft mich auch weiter empfehlen oder liken oder wie sagt man, teilen, genau. Ja, also dann bis zum nächsten Mal und Daumen hoch. Tschüss.